Ahoi, da was geht ab, Leute, Hunger. Vor allem Despoter, Moment, mach mal Screen Recorder an. Es hat sich eine kleine Gruppe gesammelt. Auch der erste Despoter für meinen zweiten, falls er schafft. Ihr wisst, ich muss eh nur ausweichen mit dem. Mit dem ersten wollte ich eigentlich keine Despoters mehr machen, sondern die drei Raids versuchen, aber ich habe gestern keinen Raid gemacht. Das heißt, heute bereits zwei, die müssen weg, die Tickets. Schauen wir mal. Geschafft. TMs, schauen wir mal. Ich meine Belohnungen. 12 Beleber, 3 goldene Bären. Ein TM, okay. 2 TMs, sehr gut. Und Bälle, 9. Der kleine 7, schauen wir mal. So, das war echt keine Herausforderung, aber ihr wolltet ja, dass ich aufhöre, gelbe Berge zu werfen. Direkt erster Ball drin. Aber jetzt mit dem, wo es zählt. Was? Das ist doch kein Daumen hoch wert. Goldene Berge ist ein Daumen runter. Goldene Berge ist ein Daumen runter. So, der zweite Account hat ihn noch. Der 2064, der stärkste Pokémon. Und der Account ist erst Level 14. So Leute, auf zum nächsten Raid. Da ich ja heute noch einen machen kann, insgesamt zwei. Ihr seht ihr es. Ich bin hier für einen Akani. Ich will, wie ihr wisst, jeden einmal Solo machen. Schauen wir mal. Ich habe kein perfektes Team. Ich bin echt gespannt, einfach so. Denke mal auch nicht, dass hier jetzt irgendjemand kommen wird. Hab auch nicht so gute Gesteins- oder Wasser-Pokémon. Ein paar Gagados mit Hydro-Pumpe. Und dann. Schauen wir mal. Das 100% gibt es sowas, kann. Megahorn, Endschlecht. Einer Corner. Und letztes Pokémon, keine Ahnung. Soll ich auf Power gehen? Despoter. Steinkante. Ich habe auch keinen mit Steinkante. Das wäre jetzt echt nützlich gewesen. Aber wenn ich den nicht schaffe, mache ich mir auf jeden Fall einen mit Steinkante. Aber so. Keine Ahnung, du. Ein zweites Aquana, 2799. Also das wird nichts. Ich habe den Kampf abgebrochen. Kommt eine Donner-Charge-Attacke. Und es hat geleckt, also. Versuch's mal jetzt mit Palkia auf jeden Fall.
zweiter Versuch auch nicht geschafft. Es ist echt noch eine Menge übrig geblieben. Jetzt ist es Zeit, die Despotas zu pushen. Also nicht pushen, aber deren Attacken zu ändern. Jetzt haben wir Steinkante. Und dann machen wir das vielleicht auch noch bei unserem 100% Glitzergoss. Erstmal hier bei dem ersten. Weg mit Fireblast. Und Crunch. Nicht was ich brauche. Also ich brauche es später für Simsal, aber jetzt nicht. Stone Edge, perfekt. Jetzt bei ihm noch. Crunch schon wieder. Jetzt bei ihm hoffentlich auch irgendwas. Weg mit Megahorn. Stone Edge, okay. Die drei müssten reichen. Dann packe ich noch ein Dragoran mit dazu und dann schauen wir mal. Dritter Versuch. Das ist jetzt mein Top-Team. Ich habe drei Pokémon mit Steinkante. Wobei die Fast Moves nicht ideal sind. Bei einem, ich glaube, der hat Iron Tail. Ansonsten als Verstärkung noch drei Dragoran. Einfach voll Power. Schauen wir mal. Wenn ich es mit denen nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht mehr. Noch ein Versuch, das war richtig knapp. Ihr habt es gerade gesehen. Ein Strich noch. Ich glaube, ich habe die falsche Reihenfolge ausgewählt. Also das eine Glitzeros ist, glaube ich, zu schwach. Ich hätte da lieber einen Aquana nehmen sollen. An fünfter Stelle. Das heißt, probieren wir das jetzt nochmal. Die drei. Zwei Despoter, ein Teil. An vierter Stelle war das sogar nur, oder? Ich glaube. Vier Pokémon. Brauche ich nur und dann schauen wir mal. Das war Rizogos, das 100%. Dann die zwei Teil, ja, genau. Die zwei Despoter. Und an vierter Stelle nicht den einen schwachen Rizogos, der war echt zu schwach, sondern das Aquana, das müsste reichen. Das müsste echt reichen. Schauen wir diesmal, ob das funktioniert. Ich hoffe es. Das war echt knapp, ein Strich nur noch. So, das war's. Ich habe das Akani leider nicht ganz besiegt. Das war echt immer knapp. Echt nur noch ein paar Striche. Fangen wir erstmal mit dem Despotar an. Mit dem Raid. Echt cool, immer so viele Leute zu sehen. War echt spontan. War echt dringend, weil ich habe davor, also gestern, für euch vorgestern, kein Raid gemacht. Das heißt, heute hätte ich zwei machen müssen. Oder zumindest einen, damit keiner verfällt für morgen. Aber auf jeden Fall, Despotar. Goldene Berge, wie ihr es wolltet. Erster Ball drin. Kein Stress. Kein Eierschlackern. Aber auch keine Action. War echt ein bisschen langweilig. Mir hat der Nervenkitzel ein bisschen gefehlt. Aber ist halt echt ein bisschen öde. Dafür die Raids. Richtig actionreich. Die gefallen mir echt wirklich sehr. Vor allem die Dreier, wenn man die versucht alleine zu machen. Ich habe echt so viel Spaß gehabt. Hat, wie gesagt, leider nicht ganz gereicht. Das Aquana ist viel schwächer, als ich erwartet habe. Also Hydro-Pumpe zockt viel zu wenig ab. Hätte ich da noch ein Stein-Pokémon mit wahrscheinlich Rock Throw oder Stone Edge, dann hätte ich es wahrscheinlich auf jeden Fall geschafft. Sprich, ich werde jetzt noch einen Kleinstein 100% entwickeln und maxen und dem hoffentlich die perfekten Attacken, also erstmal hoffentlich die perfekten Attacken bekommen. Wenn nicht, dann ihm die perfekten Attacken geben mit den TMs. Und dann nochmal ein Versuch gegen Akani. Also den muss ich jetzt erstmal besiegen, bevor ich einen anderen Dreier herausfordere. Sprich, eigentlich sollte diese Woche ein Push-Video kommen, wie ich Psyana hochpushe. Das wird auf nächste Woche verschoben und diese Woche pushe ich Kleinstein bzw. Geowatts, weil ich den echt für den Raid brauche. Also es hat echt nicht an den Pokémon gescheitert, also mehr als 4 Pokémon habe ich nicht gebraucht. Nur immer an der Zeit und echt richtig, richtig knapp. Und da brauche ich echt noch ein Gesteins-Pokémon, dann ist perfekt, glaube ich.
Und da muss ich nur noch Glück haben, dass der Charge Move von Akani immer dann kommt, wenn mein Ladebalken noch nicht voll ist. Weil dann lädt er ihn auf und dann kann ich öfter Steinkante machen. Und wenn man Pech hat, ist das Timing halt so, dass er die Charge-Attacke macht, wenn mein Balken schon voll ist. Und dadurch verliere ich ein bisschen Zeit und Energie und kann nicht so oft Stone Age machen. Und das ist halt der Schlüssel, glaube ich, um ihn zu besiegen. Aber es ist auf jeden Fall möglich, es war echt knapp. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also die Raids, die werden mich für eine Weile am Spiel halten. Ich mag die Herausforderung. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten rein, ob ich weiter die goldene Berge benutzen soll. Oder doch ein bisschen mehr Action und wieder zurück zu Ananas. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Akani schon alleine besiegt habt. Und wenn ja, ob ihr irgendwelche Tipps für mich habt. Mit welchem Pokémon habt ihr es geschafft. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.